Ja, wir werden jetzt gleich über das Thema Klimawandel sprechen mit einer jungen Dame. Sie ist vor allem bekannt geworden natürlich durch Fridays for Future. Eine Protestbewegung, vielleicht auch eine politische Institution mittlerweile. Ja, Frau Neubauer, bei Fridays for Future waren es ja in erster Linie die Freitagsdemos, die Sie durchgeführt haben. Jetzt ist seit Corona so einiges anders. Welche Kanäle nutzen Sie denn aktuell, um Ihre Sache letztendlich zu kommunizieren? Hallo, erstmal schön, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde erstmal behaupten, dass die Klimakrise nicht unsere Sache ist, sondern wir sagen, das existenzielle Menschheitsproblem. Und das heißt, wenn wir, also wir sehen alle in der Verantwortung und wir sehen immerhin auch, dass sich viele jetzt mittlerweile in der Verantwortung auch verstehen, dass es hier kein Problem ist, was sagen wir uns auf die Schultern gelegt hatten, weil wir zu viel Zeit hatten, sondern weil wir festgestellt haben, es wird an anderen Stellen nicht gemacht. Und nicht zuletzt wird auch zu wenig darüber gesprochen, was es eigentlich für junge Menschen heute bedeutet, dass die Klimakrise für den Rest ihres Lebens immer heftiger, immer präsenter, immer chaotischer werden wird. Ich glaube, einen Podcast haben Sie ins Leben gerufen. Ja, unter anderem. Das war jetzt keine direkte Corona-Konsequenz, sondern mehr ein Projekt, das schon ganz lange, was irgendwie schon lange rumgeflogen ist. Es macht natürlich einen Unterschied, weil ganz, ganz viele Räume einfach nicht offen sind, nicht zugänglich sind. Gerade der politisierende öffentliche Raum, auch die Straße, dort, wo der Protest stattfindet, das ist in dem Sinne geschlossen und das erschwert natürlich für alle Beteiligten auch Meinungsbildungs-, Politisierungsmaßnahmen umzusetzen und Menschen zu sensibilisieren. Das heißt, wir sind natürlich viel mehr im Netz unterwegs, wir sind auf anderen Plattformen mittlerweile auch aktiv, auf sozialen Medien. Klar ist aber, dass es ja kein Selbstzweck ist. Also am Ende des Tages geht es darum, dass politisch gehandelt wird. Und im besten Falle müssten wir ja ganz viel von dem, was wir gerade so aufwendig machen, nicht tun, weil wir uns darauf verlassen könnten, dass Regierungen selbstständig ihre eigenen Versprechen einhalten. Ja. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, dass Corona doch eigentlich dem Klima ganz gut getan hat. Das Bundesumweltministerium hat kürzlich Bilanz gezogen, hat das Klimaziel für 2020 eigentlich als erreicht kommuniziert. Wie bewerten Sie denn solche Aussagen, die Zahlen, die aktuellen, die vom Umweltministerium vorgelegt wurden? Ist das ein Erfolg? Ja, ehrlich gesagt die sind nicht richtig aussagekräftig, weil die Klimaziele in Deutschland, also das Ziel für 2020, ist nicht vereinbar mit dem Pariser Abkommen. Das kommt aus einer Zeit vor dem Pariser Abkommen. Das heißt, es ist nett, also jetzt hat man dieses Ziel erreicht, aber die Frage ist ja, in welchem Maßstab steht denn das oder kann man das verstehen? Wo ist da die Relation? Und das heißt, man muss sich das mit dem Erreichen des Klimaziels ein bisschen so vorstellen, als würde man ein Auto bauen und sich selbst seine eigenen Standards setzen und dann erklären, man hat das erreicht, blöderweise fällt man aber durch den TÜV. Und das ist praktisch, was mit dem Klimaziel jetzt passiert ist, denn was die deutsche Regierung macht, was die deutsche Umweltbilanz ist, ist vor allem eine ausgereifte Katastrophe. Ja, Sie haben auch tagtäglich mit Kritik zu tun. Das heißt, ich habe mich da im Internet mal etwas schlau gemacht, habe in verschiedenen Blogs gelesen. Da wird unter anderem über das klassische Milieu gesprochen von Fridays for Future. Da geht es dann um die Akademikerkinder, die besonders hip sein wollen. So wird es dann beschrieben. Sehen Sie das genauso? Und vielleicht nochmal, um Fridays for Future so ein bisschen genauer zu definieren. Ist es eine Protestbewegung? Ist es politisches Netzwerk? In welcher Richtung denken Sie da? Ja, also irgendwie ist es ein bisschen tragisch, weil ich würde behaupten, dass die meisten AutorInnen, die sozusagen die das Klimabewusstsein oder den Klimaaktivismus als Trend bezeichnen, vielleicht im Kern doch nicht ganz verstanden haben, was die Klimakrise ist. Denn weil es ist jetzt sagen, was wir machen, ist keine Moderevolution oder irgendwelche privilegierten Hobbys voranzutreiben, sondern auf die Klimakrise aufmerksam zu machen und auf die Notwendigkeit handeln aufmerksam zu machen, wohl wissend, dass die Klimakrise an sich eine Ungerechtigkeitskrise ist. Also diejenigen, die am schwächsten sind, die sich am wenigsten gut wehren können, die am wenigsten verdienen, die am wenigsten gut abgesichert sind, sind die Menschen, die am meisten unter den Folgen und dem Nichthandeln oder auch schlechter Klimapolitik leiden werden. Und das heißt, auch aus dem Gerechtigkeitsbewusstsein heraus, sozusagen
gehen wir auf die Straße. Wie gesagt, es ist kein Selbstzweck, dass Menschen mit Fridays for Future mitmachen. Und im besten Fall müsste uns gar nichts geben. Und kein Kind sollte seine Freizeit nutzen müssen, um eine Regierung auf gebrochene Versprechen aufmerksam zu machen. Das ist ja schon eine ganz skurrile Situation. Wie denken Sie persönlich über schulische Bildung? Welche Verantwortung tragen die Schulen, wenn es um Klimaschutz und Klimawandel geht? Weil diese Aufklärungsarbeit ja wirklich auch wichtig ist. Sehen Sie das als ganz wichtiges Thema in der Schule an? Ja, natürlich. Wo sehen Sie das Thema denn besonders wichtig? Welche Lehrkräfte zu Hause sollten sich jetzt gerade angesprochen fühlen, um das mit in den Unterricht aufzunehmen? Naja, also jedes Kind, was heute in die Schule geht, wird das komplette Leben mit der Klimakrise verbringen müssen. Und das nicht nur irgendwie, wenn man in den Park geht und denkt, boah, hier ist irgendwie alles vertrocknet, sondern auch, weil es wir unglaubliche wirtschaftliche Transformationen erleben werden und im schlimmsten Fall aber eben auch krasse Umbrüche, wenn man sich nicht rechtzeitig kümmert. Weil wir anders über Gesundheit nachdenken müssen. Wie können wir gesund sein auf einem kranken Planeten? Und das heißt aber auch anders über Ernährung. Ne? Woher kommt denn eigentlich unser Essen? Das heißt aber auch, man wird sich psychologisch ganz anders damit beschäftigen müssen. Wie lebt eine Gesellschaft und wie lebt auch ein Individuum in einer so bedrückenden Krise? Wie können wir überhaupt da noch vernünftige Beziehungen miteinander führen? Es wird jegliche, sozusagen, es wird Arbeitsmärkte komplett auf den Kopf stellen. Es wird also entweder kommt die Klimakrise ungebremst und wir schützen uns nicht oder wir schützen uns, deswegen müssen wir viel verändern. So oder so können wir also feststellen, es wird sich ganz, ganz viel plus minus alles eigentlich verändern müssen. Und das heißt, es wäre ja merkwürdig zu sagen, also ich weiß nicht genau, was man sozusagen mit welchem Bewusstsein Schülerinnen und Schüler dann aus der Schule entlassen werden sollen, wenn sie nicht darüber informiert werden, wenn sie nicht aufgeklärt werden und wenn ihnen nicht ein Gefühl vermittelt wurde, dass was das für ihr Leben bedeutet und an welcher Stelle sie auch gebraucht und gefragt sind. Ich glaube sozusagen, natürlich, also ich frage mich, man möchte junge Menschen auf ihr Leben vorbereiten und sozusagen verschweigt den Aspekt, dass sozusagen kein Plan aufgehen wird, wenn man sozusagen nicht irgendwie die Klimakrise mitdenkt. Das ist ja merkwürdig. Also natürlich muss in der Schule viel gemacht werden und viel mehr gemacht werden. Und dann finde ich natürlich irritierend, dass man dann sagt, guck mal, wir haben die große existenzielle Krise unserer Zeit. Es wird alles irgendwie, also jeden Sektor unseres Wirtschaftssystems zum Beispiel, aber auch unsere Politik und so weiter und so fort, all das würde es irgendwie tangieren. Und dann reduziert man diese Krise auf so einen Erdkundeunterricht, der ja oftmals auch irgendwann noch abgewählt werden kann. Das passt ja nicht zusammen. Also da stimmen ja die Proportionen überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite wäre es ja so wunderbar, die Vorstellung, dass sozusagen junge Menschen die Schulen verlassen mit einem Weltbewusstsein, mit einem Selbstbewusstsein und einer Gewissheit, dass es für sie möglich ist, sich sozusagen in der Sache konstruktiv einzubringen, dass sie mitreden können, dass sie auch mitreden müssen und dass es auch ihr Job ist, diese Zukunft hier zu gestalten, die gerecht und sicher und gesund sind für uns. Und gerade jetzt wachsen eben in Deutschland wachsen Generationen von Menschen, die werden großartige Verantwortung haben und großartige Aufgaben haben, diese Gesellschaft und das Land, den Kontinent, die Welt gegen die Klimakrise zu rüsten. Dafür brauchen wir Menschen, die eben weiterdenken können als irgendwelche kleinen Factsheets über CO2 in der Atmosphäre, sondern sich ein Gefühl davon haben, wie Selbstwirksamkeit funktioniert und wie unglaublich inspirierend und hoffnungsvoll der Gedanke ist, dass wir einen Unterschied machen können im ganz Positiven und dass wir eben diese gerechte Zukunft zusammen gestalten können. Und das ist gar nicht so leicht in der Schule, glaube ich, so ein Umfeld zu schaffen, in dem man Lust hat, was Neues auszuprobieren, Lust hat, Verantwortung zu übernehmen, lernt, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren und große Herausforderungen anzugehen, auch wenn sie so groß scheinen, dass man sie niemals bewältigen kann. Ja. Vielleicht noch kurz zum Abschluss, weil Sie gerade über Generationen gesprochen haben. Es geht jetzt inhaltlich um Ihr neues Buch, das Sie zusammen mit Bernd Ulrich schreiben. Da geht es ja um diesen auch Generationenkonflikt. Ganz kurz, worum geht es bei diesem Konflikt? Worin liegt er genau? Und gibt es in dem Buch einen konkreten Lösungsansatz? Naja, also was wir halt sehen, ist, es gibt eine Art Dilemma, denn die Generation, die auch Bernd Ulrich irgendwas um die 60 sind. Und die haben sozusagen als Generation ist die emissionsintensivste Generation, die wir im Angebot haben und haben dazu beigetragen, dass wir eben jahrzehntelang die Klimakrise verschleppt haben, verdrängt haben.
Und strukturell waren viele von diesen Boomern in Machtpositionen, oft sind das eher die Männer gewesen. Und sozusagen heute kommen jetzt wir jungen Aktivisten und wir stehen jetzt vor diesen Machtmännern praktisch, Machtmänner-Boomern, und sagen, hey, es ist Klimakrise, so wollt ihr handeln? Und statt zu sagen, ach, sorry Leute, ihr habt recht, es ist in der Klimakrise, hätten wir was machen sollen, sagen die dann, was? Aber nicht in diesem Ton und schon gar nicht am Freitag. Und das bringt uns in einen Konflikt, weil wir offensichtlich Probleme haben, miteinander zu reden und uns zu verstehen. Und unser Appell, dass man Klimaschutz umsetzen muss, oftmals verstanden wird als ein Infragestellen des eigenen Lebens, der eigenen Biografie, der eigenen Leistung. Und jetzt sehen wir aber, dass genau diese Machtmänner, das ist ein Haltmann, ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr griffiges Beispiel dafür, die werden auch noch eine Weile in irgendwelchen Machtpositionen bleiben. Das heißt, auch wenn wir sagen, hey, so, das werden immer mehr junge Menschen auch in diese Position kommen, reicht es nicht aus. Wir werden Wege finden müssen, zusammenzukommen, zu kooperieren und dieses, ja, um den Wandel schnell genug voranzutreiben. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und wir glauben aber, dass wir da einiges auch lösen können. Mehr dazu in unserem Buch. Ja, so ein bisschen Werbung muss auch sein dann an der Stelle. Ein ganz herzliches Dankeschön an Luisa Neubauer. Vielen Dank für den Input, den alle Lehrerinnen und Lehrer sicherlich auch mit in den Unterricht tragen werden und gemeinsam dann mit Schülerinnen und Schülern auch diskutieren weiterhin. Also, ganz herzliches Dankeschön, schöne Grüße an Sie und bis bald wieder. Tschüss. Ciao.